Die Songs von Dean Martin, Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. sind zeitlos. Den Charme des Red Pack brachten Mr. und Mr. Swing auf die Vösendorfer Bühne und das Publikum mit Big Band Sound und samtigen Tönen zum Swingen. Wie wir zum Swing gefunden haben, war eigentlich, irgendeiner muss es ja tun. Also wir haben uns gedacht, es gibt niemanden, der das so richtig in Österreich macht. Wir sind jetzt da. Damals, richtig. Also Frank Sinatra, den Martin und der Dritte damals, der war doch dabei. Und das hat uns nie verlassen, diese Musikrichtung. Und ja, jetzt stehen wir halt wieder auf der Bühne. Das Konzert ist im Moment äußerst schön. Also es ist wirklich schön zu sehen. Es ist was anderes, als wenn man jetzt da die Musik aus der Steckdose nimmt, sondern wenn man eine Liveband sieht und auch die Stimmen dazu hören, war wirklich extrem gut. Also wenn man die Augen zumacht, glaubt man, dass hinter Frank Sinatra steht vor dir. Ist das eine rechte Herausforderung gewesen, sich in das Red Pack heranzuwagen? Das war am Anfang natürlich schon, aber wir sind es ja nicht und wir versuchen auch immer unsere, wie soll ich sagen, den eigenen Stil, ja, den Stil und die Witzchen dann natürlich auch auf Deutsch zu machen. Was sagt eigentlich deine Frau, wenn du am Abend so nach Hause kommst und diesen Zustand? Ist das nicht schlimm für sie? Nein, für mich ist es viel schlimmer. Ich muss die doppelt sehen. Diese Show von heute Abend, die gibt es noch einmal. Und zwar am 21. April in der Bühne Burgersdorf. Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Zuschauer. Someone is you.